Das Vorkommen, was wir hier gefunden haben, war echt riesig. Man kann ja nicht erst Lebensraum wegnehmen, ohne einen zu schaffen, weil dann ist in der Zwischenzeit keiner da. Aber trotzdem muss man natürlich gucken, den Zeitpunkt des Weiterbaus in greifbare Nähe zu rücken. Mein Name ist Gertrud Lott. Mein Name ist Michael Audersch. Mein Name ist Oliver Grafe. Ich bin der Leiter des Regionalbereichs Ost der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt. Und ich bin mit meinem Fachbereich verantwortlich für die Straßenbaumaßnahmen und so auch für das Projekt der B6N. Und ich bin bei diesem Projekt verantwortlich für die Umsetzung der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen für den Amphibienschutz. Wenn wir tagsüber über unsere Ausgleichsflächen laufen, sehen wir die Tiere nicht. Sie sitzen in ihren Verstecken. Auf Nahrungssuche gehen sie dann in der Dämmerung und nachts. Und in trockenen Sommern wie dieses Jahr graben sie sich auch tief in die Erde ein. Die Knoblauchkröte zum Beispiel kann sich mit ihren Grabefüßen bis 1 Meter eingraben. Sie haben hier ihr größtes Vorkommen in Sachsen-Anhalt. Der Abschnitt 17 ist der letzte Abschnitt der B6N-Verlängerung zwischen der Autobahn 14 und der Autobahn 9. Umfasst 15 Kilometer Straßenbau, den Neubau von 7 Brückenbauwerken und die Neuerrichtung einer Autobahnanschlussstelle. Die Planungen zur B6N wurden durchgeführt und natürlich auch vorschriftsmäßig alle Umweltuntersuchungen. Der Bau sollte losgehen. Dann wurden bei günstigeren Witterungsbedingungen die großen Amphibienvorkommen hier entdeckt. Also da reden wir nicht über 10, 100 oder 1000, sondern über 100.000. Bei derartigen Überraschungen ist allen Beteiligten klar, dass es besondere Anstrengungen bedarf, um die zeitlichen und finanziellen Auswirkungen im Rahmen zu halten. Auch beim bestehenden Baurecht hält man nicht daran fest. Wenn Umstände eintreten, die eine Änderung erfordern, dann wird die Planänderung durchgeführt. Das ist hier geschehen. Es gibt gesetzliche Vorgaben, die zu beachten und umzusetzen sind. Aber trotzdem muss man natürlich gucken, den Zeitpunkt des Weiterbaus in greifbare Nähe zu rücken. Deswegen muss man manchmal auf bauliche Sonderlösungen setzen. Um die Amphibiendurchlässe einzubauen und die Amphibienleitwände höhengerecht einzubauen, haben wir die gesamte Straße angehoben. Diese Anhebung führt dazu, dass die Straße im Dammfuß breiter wird. Und um das zu vermeiden und nicht noch mehr Grundstücke in Anspruch zu nehmen, haben wir Steilwischung eingeführt. Wir haben jetzt für die Kröten neue Lebensräume geschaffen. Die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen sind und werden umgesetzt. Und erst danach kann das dann mit dem Straßenbau losgehen. Amphibienleiteinrichtungen über mehrere Kilometer, Amphibientunnel über 200. Abseits der Strecke haben wir für Ersatzhabitate gesorgt, 15 Hektar neue Habitate geschaffen und 17 Hektar Habitate aufgewertet. Wir sind davon überzeugt, mit der gewählten technischen Lösung einerseits dem Artenschutz als auch dem technischen Regelwerk zu entsprechen, um damit einen zügigen Weiterbau der B6N gewährleisten zu können. Das Ergebnis ist für mich ein gelungenes Beispiel, dass die Konflikte zwischen Straßenbau und Naturschutz gelöst werden können, wenn alle gut zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen. Im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten, denke ich, haben wir das Maximum rausgeholt und ich finde das Ergebnis sehr gut. Mit der Fertigstellung der B6N wird man einen massiven Rückgang des Durchgangsverkehrs in den anliegenden Ortschaften feststellen können.